Ja, Menü zum großen Küchenumbau Teil 9. Teil 9. Wer es nicht mitbekommen hat, wir bauen seit, eigentlich streng genommen seit Oktober, unsere Küche um. Nein, die Küche ist immer noch nicht fertig. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir werden da im nächsten Video mal näher drauf eingehen. Wir sind auch total genervt. Wir sind 2022 nach Frankreich ausgewandert. Wir haben ein wunderschönes Haus gekauft. Es gab aber nur eine ziemlich kleine Küche, 7,5 Quadratmeter. Und deswegen dachten wir uns, die wollen wir unbedingt vergrößern, haben dann aus dem kleinen Anbau einen größeren Anbau gemacht. Das heißt, wir haben neue Außenmauern hingestellt, die alte Außenmauer eingerissen, neue Türen. Wir haben monatelang alte, antike Fliesen abgeklopft, die jetzt hier als Boden drin liegen. Das ging alles super schnell voran. Wirklich, es ging Woche nach Woche nach Woche, konnte man zusehen, wie das hier fertig wird. Und dann gab es einen Break. Und dann ging gar nichts mehr. Wir leben seit 2,5 Monaten, mehr, länger, ich habe den Überblick verloren, in diesem aktuellen Zustand. Ich werde oft gefragt, wie ich so ruhig bleiben kann. Glaubt mir, das sieht nur so aus. Innerlich bin ich am Kochen, weil das Ganze wirklich nur an einer einzigen Person lag jetzt. Und das ist mehr als ärgerlich. Heute nehmen wir euch mit, wie die Kücheninsel hergestellt wurde. Die wurde hergestellt wieder von unserem Leib und Magen, sagt man das so, Tischler und Freund Romain. Viele von euch kennen ihn schon. Wenn nicht, werdet ihr ihn heute kennenlernen. Und sie ist wirklich sehr schön geworden. Heute gibt es Teil 1 der Kücheninsel. Unser Ofen wurde gerade geliefert. Wir hatten bis jetzt ja tatsächlich keinen Ofen. Wir haben den in Berlin gelassen, der zur Berliner Wohnung gehörte, und haben bis jetzt keinen neuen gekauft. Anderthalb Jahre ohne Ofen. Es geht, es geht. Und jetzt ist er da. Oh, ich habe ein bisschen Angst, weil bei solchen Sachen weiß man immer nicht so, dass es hinten. Genau wie die dann aussehen in echt. Und oh, wir haben uns den nicht vorher in echt angeguckt. Wir haben ihn im Internet bestellt und hoffen jetzt das Beste. Was machen wir denn, wenn er uns nicht gefällt? Diese Oberfläche ist ein bisschen komisch. Ah. Ey, obergeil, mach nochmal. Ja, das ist jetzt schon geil. Sollen wir die Herdplatte kurz auspacken und daneben halten? Jelena hat die Herdplatte praktischerweise ganz nach oben gepackt. Muss man jetzt halt holen, ne? Bist du aufgeregt? Ach, ich bin total aufgeregt. Auf so eine negative Art und Weise irgendwie. Angst aufgeregt als Vorfreude aufgeregt. Wir sind so dumm. Ich komme mir vor wie der letzte Idiot, wirklich. Also, wir hätten das Paket einfach direkt checken müssen. Bei mir war so der Gedanke, ja, es ist jetzt halt da, wir brauchen es jetzt nicht sofort, also stelle ich es halt erstmal zur Seite. Ich habe irgendwie gar nicht dran gedacht, dass es schlau wäre, mal zu gucken, ob damit alles in Ordnung ist. Jetzt müssen wir gucken, ob der Shop, wo wir das gekauft haben, kulant ist und sagt, ja, Geld zurück oder nicht. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir haben aber in der Zwischenzeit schon eine neue bestellt, die wir auch besser geeignet finden, aber trotzdem ist es halt, es ist einfach so ärgerlich. Die sieht jetzt hier sehr blau aus, die ist eigentlich weiß. Also eigentlich ist es eine weiße Herdplatte. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier so krass blau aussieht. Wir dachten, wir nehmen mal eine weiße, weil wir ja eine weiße Arbeitsplatte haben werden. Und dann fügt die sich da ganz gut ein.
Ich bin gerade voll schockiert darüber, wie blau die aussieht. Naja, gut. Ihr werdet am Ende sehen, wie es aussieht. Schwarz wollten wir nicht, weil das war uns irgendwie ein zu krasser Kontrast, zu krasser Bruch dann in der Arbeitsplatte, in der Einheit. Aber es ist super schwierig, irgendwie weiße Herdplatten, Induktionsherdplatten zu bekommen. Es gab noch eine von Smeg, glaube ich, die gar keine Markierung hatte, was ich auch sehr elegant fand in weiß, aber die war so absurd teuer, dass wir uns jetzt für diese Lösung entschieden haben. Das ist Romain, ein sehr guter Freund von uns, der zufälligerweise auch Tischler ist und die Insel für uns anfertigen wird. Hier macht er gerade den Korpus. Findest du? Geil! Das ist das Innenleben der Insel. Die wird noch schön verkleidet und alles, aber das sind die wie sagt man, Korpusse? Korpi? Korpä. Korpä? Das wird so geil! Ich hatte zwischendurch ein bisschen die Befürchtung, dass die Insel zu groß ist, aber jetzt, wo ich sie hier sehe, finde ich es total geil. Total geil. So, tschüss. Wir fahren jetzt zu Romain. Romain. die Farbe für die Insel aussuchen und ich freue mich da total drauf. Es wird ein dunklerer Holzton. Die Insel, ich sag's nochmal, falls es ist alles so, oh, es ist alles so durcheinander. Die bekommt ja noch eine Verkleidung. Also die wird ja noch angezogen, sagen die Franzosen, glaube ich. Die wird noch angezogen, die Insel. Und die Paneele und alles sind, soweit ich weiß, schon zugeschnitten, aber die müssen noch lasiert werden. Und den Ton dafür, den suchen wir jetzt aus. Habe ich eigentlich irgendwie Haferflocken zwischen den... Ich bin mir gerade zwischen... Das ist irgendwas im Haar, aber das sieht alles nach Arbeit aus. Na toll. C'est beaucoup, hein? C'est la différence, le contraste, c'est ça, oui. C'est ce qu'on disait. Ah. Donc, c'est un peu trop peut-être, non? C'est pour ça, moi je trouve que ça fait vachement zébré. Oui. Oui, c'est ça. Oui, toute la cuisine comme ça. Non, c'est que Lilo, mais quand même. On a tous les. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop, oui. Et là, c'est en finition black, mais là, c'est en deux couches. Okay. Donc on voit que vraiment ça atténue. Le panneau et on garde quand même la veine. Ah oui, ouais. Dans le principe, on garde la veine, ça mais on égalise, ouais. On égalise le panneau au niveau de la couleur. C'est l'heure sur les bords. Sehr hübsch, gefällt mir sehr gut. Der Farbenmensch ist gerade da, ich weiß nicht, was seine Berufsbezeichnung ist. Der hat kleine Proben mitgebracht von der Lasur, von verschiedenen Tönen.
was Romain und mir jetzt gerade nicht so gut gefallen hat, ist, wenn man nur diese Lasur macht, dann kommen die, die Maserungen des Holzes sehr, sehr krass raus. Und er hat einen ganz lustigen Ausdruck benutzt. Das ist, das ist ein bisschen Zebré. Ich verstehe das als ein bisschen zu Zebra-mäßig. Also die Maserung kommt zu doll raus. Und deswegen bestellt er jetzt nochmal eine andere Lasur, die man da drüber macht, die das alles ein bisschen wieder ausgleicht, farblich, weil sonst ist es zu einfach zu unruhig und zu streifig, zu Zebra-mäßig. Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, ich bin einigermaßen im Bild. Heute ist ein ganz großer Tag. Romain kommt gleich vorbei und wir bauen Schubladen, beziehungsweise er baut die rein, in die Kücheninsel. Das wird schon mal ein großer Schritt sein. Und ich glaube, er macht auch die Fronten, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, vielleicht kommen die Fronten später. Wir fahren zu Romain. Oh, ich hätte das gestern mitfilmen sollen. Das war eine Odyssee. Wir sind nämlich auf der Suche gewesen nach der passenden Farbe, nach der passenden Lasur. Ja, Farbe trifft es eigentlich besser. Für die Verkleidung der Insel. Und es war nicht einfach. Dieser Moment, oh, ich muss euch das kurz beschreiben. Wir sind, Romain und ich, Richard war nicht dabei, der hatte andere Sachen zu tun. Wir sind in den Baumarkt gefahren, der leider nicht sehr gut sortiert ist, haben das Produkt geholt, was wir dachten, was dem am nächsten kommt, was wir möchten. Zwar so ein dunkles, wir wollen ja so ein dunkles Holz. Dann zurück in der Werkstatt von Romain haben wir diesen Farbeimer aufgemacht und es war einfach lila. Es war einfach lila. Und dann wollte Romain eigentlich sofort den Topf wieder zurückbringen und sagen, nee, die Farbe geht nicht und so weiter. Jetzt ist es so, wir gehen kurz in die Küche. Zur Veranschaulichung. So, wir haben das dann Probe gestrichen, dann ist es ein bisschen getrocknet und dann war es halt nicht mehr lila, sondern so ein dunkles Holz. Dann hat der, habt ihr auch schon gesehen, Eric, der Onkel von Romain, der seine Werkstatt nebenan hat, der hat gesagt, wir machen da auf jeden Fall, um das so ein bisschen altern zu lassen, dem so eine Patina zu geben. Eric ist der König der Patina, sagt man. Er hat so ein, Patina. Cire heißt es auf Französisch, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist. So ein Antikwachs könnte man, glaube ich, sagen. Das nochmal da drauf gemacht und dann hat es mir eigentlich, dann habe ich gesagt, komm, ich nehme das jetzt mal mit, guck mir das in der Küche, in dem Licht, das wir hier haben, mal an und dann sage ich Bescheid, ob mir das gefällt oder nicht. Und dann habe ich entschieden, das gefällt mir vor allem mit dem, diese lila Farbe, wir zeigen euch gleich den Topf. Diese lila Farbe ist lila, weil es ist ein eher kalter Holzton, also ein eher kalter Ton. Und dieser Wachs, der macht es dann wieder ein bisschen wärmer und die Kombination fand ich dann eigentlich ganz gut. Und das ist das hier. Aber wie ist das, no? Oui, mais ma collation. Ich zeige euch kurz die Farbe. Hier sieht man, das sieht einfach aus wie so ein Lila. Ja, das sieht ja schon auf dem Holz, wenn das noch nicht getrocknet ist. Ja, aber guck mal auch, wie anders das aussieht und das. Heureusement, ça sèche marron. Ah oui, c'est horrible. Quand on a ouvert le pot. Ah oui, non, c'est ça. J'étais pas bien, moi. C'était pour toi, pour que tu aies les bonnes faces à faire. Je blague. Ich ärgere ihn, weil er meinte gerade, ja, ich habe mit den Rückseiten angefangen und ich habe gesagt, ja, weil du es nicht kannst, ne? Weil du nicht weißt, wie das geht mit dem Streich. Je commence par ça. Alors, t'as vu comment je fais? Je fais toujours dans le sens du bois. Mm-hmm. Parce que tu vois, Eric, il la fait pas dans le sens. Ah non? Là, tu vois comme ça fait sinon? Moi, je l'ai fait dans le sens, et t'as vu la petite rayure que ça fait? Oui. Pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il voulait voir si ça marchait, et ça n'a pas marché. Il pensait que ça n'allait pas le marquer. Ok. Tu en mets beaucoup, et après, de toute façon, on passe le rouleau vraiment là, pour unifier un peu tout. Parce qu'après, il avait la cire, ça partira bien. Ich habe schon überlegt, ob ich mal hier ein Praktikum mache. Mais en plus. Ok, maître. Ben oui. 20% Abzug von der Rechnung.
für den Look der Insel haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, den auch ein bisschen dem Haus anzupassen. Also wir wollten eine vintage-mäßige Landhausküche. Deswegen wird der Korpus noch verkleidet mit diesen Holzpaneelen im Landhausstil. Ja, tschüss, Mittagessen. Toujours dans le sens du bois, ouais. Là dans ce sens, et t'insistes bien dans les angles. Das ist jetzt dieses Wachs, das trage ich jetzt auf. Die Farbe ist getrocknet, c'est bon? Oui, les charmes aussi, ouais, ils vont se voir après. Mais mes armes, insiste bien, comme ça, ouais. Pour faire les charmes. Und dann muss das wieder einen Tag trocknen und dann poliert man das mit einer Bürste. Also, wir haben schon wieder was zu wenig bestellt. Es ist so ein bisschen Running Gag bei uns. Ich bin ja auch sehr schlecht da drin, aber Romain ist leider auch sehr schlecht da drin, zu zählen. Er kann sehr schlecht zählen. Compris. Il y a beaucoup de choses, tu sais, bien faire, mais compter, pas trop. So, ganz kurz ernst, das sind die Griffe. Sieht doch ganz hübsch aus. So, ich habe gerade Romain geschrieben, wann er den nächsten Schritt mit diesen Paneelen macht. Das ist das Abbürsten des Wachses. Und ich dachte, der sagt so, ja, morgen oder irgendwie so, aber der macht das jetzt. So, Jelena ist gerade beschäftigt mit so Liegen. Das seht ihr in einem anderen Video. Ganz tolle Gartenliegen. Und ich fahre schnell hin und zeige euch mal, wie das funktioniert, was er da macht und so. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier. So sieht's aus. Also die sind gemacht mit der Bürste, sieht man die Maserung, es ist so ein bisschen glänzender und das ist halt nicht gemacht, das ist noch ganz matt. So, Romain ist da und er fängt jetzt mit der Kücheninsel an. Also er fängt nicht an, sondern er macht jetzt zu Ende. Und wir haben kurzzeitig gedacht, dass ein Teil fehlt, aber ich dachte ganz kurz, dass ich das weggeschmissen hätte mit einem Karton. Aber es ist nicht der Fall. Und zwar geht es um die Dinge. Sieht wichtig aus, ist wichtig, aber sie sind da. Sie waren einfach hier hinten. So, was heute gemacht wird, die Fronten und die Verkleidung. In der Insel wollten wir möglichst viel Stauraum, deswegen haben wir auf der Küchenseite, nenne ich es mal, ganz viele Schubladen und auch den Müll untergebracht in einer Schublade. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal zwei Fächer mit Türen, also zwei Regale. In der Insel wird außerdem das Kochfeld sein, damit man beim Kochen schön in den Garten schauen kann und damit es auch kommunikativ ist. Es wird nämlich auch Plätze zum Sitzen geben. Das soll nicht unsere Hauptessstelle sein, aber für die Kinder mal zum Frühstücken oder auch, wenn jemand kocht, dass man sich dann mal ganz kommunikativ daneben setzen kann. Nochmal vielleicht als kleinen Recap,
Was jetzt noch fehlt in der Küche, ist die Arbeitsplatte oder die Arbeitsplatten. Wir wollen eine auf der Insel haben und deswegen haben wir auch hier diese kleine Ausbuchtung. Es soll Sitzplätze geben, die wird auch hier so ein bisschen überstehen und da, wie man sieht, auch. Und hier ist noch nicht besonders viel passiert, wie man sieht. Wir haben aber mittlerweile gestern die Fronten alle bekommen für die Schränke. Das heißt, die können wir auch endlich aufbauen. Aber hier fehlt natürlich auch noch die Arbeitsplatte. Hier kommt das Waschbecken hin. Wir haben hier noch einen Spritzschutz und hier noch ein Regärchen. Also es ist schon echt noch ein bisschen was zu tun. Wir sind sehr, sehr glücklich über die Insel, wie sie rausgekommen ist. Wir finden sie sehr, sehr schön. Es ist ein klassischer Stil, der super gut, finde ich, zu den Fliesen passt, der super gut in das Gesamtambiente passen wird, was ihr dann hoffentlich irgendwann sehen werdet. Wann es weitergeht, wie es weitergeht, zu diesem Zeitpunkt wissen wir es nicht. Wir hoffen gut, irgendwann. Irgendwann wird sie fertig werden. Die Küche bleibt dabei. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht verpassen wollt, was hier weiterhin passiert. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.